Die nächste Kategorie beim Big Brother Award 2014 ist die Arbeitswelt. Die Laudatio hält Sönke Hillbrands von der Deutschen Vereinigung für Datenschutz e.V. Herzlich willkommen, Sönke Hillbrands. Ja, herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Meine Damen und Herren, dieser Preis ist vielleicht eher ein Preischen. Wir haben bis zuletzt an der Sache sozusagen am Fall gerungen und uns und haben sehr kurzfristig noch Informationen erreicht, die die Sache an einigen nicht ganz irrelevanten Stellen in einem etwas anderen Licht erscheinen lassen. Aber das bleibt für uns trotzdem dabei, dass wir den Preis vergeben werden. Wir hatten uns ursprünglich ein bisschen mehr davon versprochen, aber andererseits, ich sag mal, weniger Datenkatastrophe ist auch eine gute Nachricht für den Datenschutz. Liebe Freundinnen und Freunde von der Presse, es gilt damit das gesprochene Wort und ich sage das auch mit deutlich mehr Bedauern für die Freundinnen und Freunde, die die Übersetzung in andere Sprachen leisten müssen. Dieser Preis ist aber auch ein Preis für Sie zum Mitmachen. Da kommen wir ganz am Ende zu. Der Preis ist regional. Der Preis hat mit Wirtschaft zu tun und vielleicht wird er Sie ja doch auch ein bisschen elektrisieren. Damit sind die wichtigsten Buchstaben schon gefallen. Der Big Brother Award 2014 in der Kategorie Arbeitswelt geht an die RWE Vertrieb AG in Dortmund. Vertreten durch Ihre Vorstände, Herrn Prof. Dr. Hans-Ferdinand Müller, den Herrn Achim Südmeier und den Ralf Zimmermann. Und zwar für die Nutzung ausgeklügelter Überwachungstechnik bei der Qualitätskontrolle von Callcenter-Mitarbeitern. Wir vergeben den Preis stellvertretend für alle Konzerne, die Callcenter mithilfe von Hightech bei der Analyse und der Kontrolle ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreiben. Denn Sie alle kennen das. Sie wählen sich durch die Warteschleife der Servicetelefonnummern eines großen Versorgers, vielleicht für Telefondienstleistungen, für Versicherungen oder eben für Gas, Wasser oder Strom. Häufig begegnet Ihnen dabei die Anfrage, ob Sie etwas dagegen hätten, wenn das Gespräch zur Verbesserung der Servicequalität selbstverständlich nur aufgezeichnet wird. Wenn Sie da nicht Nein sagen, liebe Kundinnen und Kunden, stoßen Sie die Tür zu einer fremden und seltsamen Welt auf. Denn es kann sein, dass Ihr Gespräch wirklich aufgezeichnet wird. Und es kann sein, dass, oder es ist in jedem Fall immer so, dass die Tonspur des Callcenter-Mitarbeiters ebenfalls aufgezeichnet wird. Und nicht nur das, am anderen Ende der Leitung sitzt ein realer Mensch und sitzt die freundliche Service-Mitarbeiterin, der freundliche Callcenter-Agent und gerät bei dem Versuch ins Schwitzen, Ihnen nun kunstgerecht Ihre Wünsche zu erfüllen. Denn auch Sie oder er lebt ja mit der Möglichkeit, dass Ihr Gespräch aufgezeichnet werden kann. Die dafür in der Hotline der RWE-Preisträgerin verwendete Datenkraken-Software hat übrigens einen wohlklingenden Namen, den sie von ihrem Hersteller ableitet. Der Hersteller ist Verint Systems. Verint, finde ich, klingt großartig. Da steht Verify drin oder auch Veritas. In Int könnte man Intelligenz vermuten oder vielleicht Englisch Intelligence. Damit sind Sie auf der richtigen Spur. Das Produkt geht in seiner Ahnentabelle zurück auf Geheimdienstler, die sich mit einer tollen Geschäftsidee und echtem Spionage-Know-how selbstständig gemacht haben. Der Hersteller Verint Systems sitzt in den USA und wirbt heute damit, dass er über 10.000 Organisationen in 150 Ländern mit seinen Produkten versorgt hat. Unsere Preisträgerin bedient sich sozusagen eines Instruments der Qualitätskontrolle, dass so etwas ist wie die Cousine der Überwachungstechnik der Geheimdienste. Jetzt höre ich so ein leichtes Stöhnen hier durch die Reihen gehen. Richtig gedacht, Verint beliefert auch heute die Geheimdienste und es ist fast nicht mehr nötig zu erwähnen, am heutigen Abend auch die NSA. Und so wird der freundliche Callcenter-Mitarbeiter also mithilfe einer solcher Art beleumundeten Technik auf seine Qualität und die Leistung gecheckt. Nicht nur der Inhalt des Gesprächs, einschließlich der Tonlage, der Dauer, der Stimmungen und so weiter, sondern auch viele seiner sonstigen Aktivitäten während des Gesprächs und bei der Nachbereitung können erfasst werden. Mausklicks, gedrückte Fasttasten, natürlich die Zeitabstände zwischen den Interaktionen des Agenten und viele weitere Parameter können gemessen werden und so ihren Weg in die Speicher der Agentenkontrolle finden.
So, meine Damen und Herren, haben wir uns in Zeiten, in denen wir von allen Seiten überwacht und bespitzelt werden, die Agentenkontrolle sicherlich nicht vorgestellt, oder? So sieht sie aber aus in den Callcentern, die Agentenkontrolle, die dort jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin treffen kann. Möchte man das lange mitmachen? Möchte Frau das lange mitmachen? Schon klar, Callcenter-Agentin oder Agent ist kein Traumberuf, sondern vielleicht eher so eine Überwachungsvorhölle. Eine gefühlte oder eine gewähnte oder eine reale Hölle? Ist das legal oder illegal? Uns kommt es als Jury darauf nicht an. Man kann solche Maßnahmen rechtlich einfangen, aber dann bleiben sie eben nur rechtlich eingefangen. Und aus Sicht des Datenschutzes und aus Sicht der freien Entfaltung der Persönlichkeit streitet doch eine andere Logik. Denn schon die Möglichkeit, dass die Einzelnen überwacht werden und dass daraus denkbare Konsequenzen gezogen werden, reicht aus, um den Einzelnen unter Druck zu setzen, sein Verhalten an reale oder an vermutete Erwartungen anzupassen. Auch gefühlter Überwachungsdruck hat reale Konsequenzen. Es gibt keine gute Überwachung und es gibt damit auch keine gute Aufzeichnung und gute Qualitätskontrolle in Callcentern. Wir hätten auch von einem großen Player im Energiemarkt wie unserer Preisträgerin, die immerhin auch noch zu 25% in der grundrechtsgebundenen kommunalen Hand ist, erwartet, dass sie sich etwas feinerer Methoden bedient. Coaching und Training, meine Damen und Herren, kommen auch heute noch ohne elektronische Hilfsmittel und ohne Aufzeichnungen aus. Und das in der Branche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die entspanntesten wären, weil stabile Arbeitsverträge bestehen würden, behauptet jedenfalls, was die Regel angeht, leider auch niemand. Unser Preis, meine Damen und Herren, ist ein Preis zum Mitmachen. Und es geht hier nicht unbedingt um eine Art digitalen Selbstschutz, sondern es geht hier um den Schutz Ihres Nächsten und des Dritten. Unser Rat also, schalten Sie auch nächstes Mal auf ein überwachungsfreies Servicegespräch ohne Qualitätskontrollüberwachung um. Wenn Sie eine freundliche Stimme, zum Beispiel im Callcenter unserer Preisträger, hören, sagen, zu Optimierungszwecken können einzelne Gespräche aufgezeichnet werden, wünschen Sie dies nicht, drücken Sie bitte die Taste, bei der LWE ist es die 9. Herzlichen Glückwunsch zum Big Brother Award, stellvertretend für eine ganze Branche, liebe RWE Vertrieb AG in Dortmund. Herzlichen Dank, Sönke Hilbrands, RWE Vertrieb AG. Jemand hier, der den Preis entgegennehmen möchte? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann vielleicht mal an dieser Stelle einen Hinweis auch an die Unterstützer vom Big Brother Award. Also von der finanziellen Seite sind das der Chaos Computer Club, die Sebastian Kobler Stiftung, die Heinrich Böll Stiftung und die Bewegung Stiftung. Und es gibt weitere Förderer und Unterstützer, die ich nennen möchte. Das ist CPP, das ist der Kanal 21, das ist Teuto.net, das ist das Palasthotel und Jens Reimerdes. Recht herzlichen Dank dafür. Wenn Sie es mit einem Applaus garnieren, macht sich das wunderbar. Danke. Und noch ein weiterer Hinweis. Ich weiß, Sie waren immer ganz gebannt an den Lippen der Laudatoren, aber ein Hinweis auf die wieder sehr schöne Rauminstallation, die wir in diesem Jahr haben, extra für den Big Brother Award 2014 erstellt, mit diesen schönen Trillerpfeifen hier zum Beispiel. Teilweise haben sie Flügelchen ran, die dann dort oben in diesem Käfig, muss man sagen, landen. Oder hier vorne auf dem Kerzenständer obendrauf, da ist ein selbstgebauter Dudelsack, möchte man sagen. Finden Sie draußen auch. Also falls Sie nochmal den Weg nach unten machen, zur Garderobe oder zur Toilette, ist mit Bewegungsmelder gesteuert. Es macht Krach. Okay, das möchte die Künstlerin jetzt nicht hören. Also für mich hört es sich wie Krach an, aber es ist eine wunderbare Installation, auch in diesem Jahr wieder von Angelika Höger. Recht herzlichen Dank. Applaus